Ach je. Ja, das kann man natürlich auch machen. Das sieht aber lecker aus. Danke. Bitte. Colonel! Colonel! Setzen Sie sich doch. Nein, nein, danke. Nun ja. Ich habe über Ihre Worte nachgedacht. Haben Sie dazu Zeit gehabt? Nein, im Ernst. Sie hatten recht. Ich finde es inzwischen auch richtig, den Kirazi zu helfen. Ich war es, die ihn davon überzeugt hat. Gut gemacht, danke. Ach, da fällt mir ein, Colonel. Haben Sie im Zwischendeck den neuen Hausgast gesehen? Nein, aber das werde ich gleich nachholen. Nur weiter so. Sir. Ja, also das ist dann mal broken hier. Ich habe jetzt die Klonquelle andersrum eingestellt und jetzt kann ich die Videosequenz nur in OBS Studio sehen. Ich habe dann dasselbe Nicht-Bild. Eieieiei. Naja, gut. Wenn es so dann erstmal geht. Was das allerdings soll, verstehe ich nicht. Zuletzt lief das ja vorher mal, ne? Das ist bescheuert. Das ist arg bescheuert. Die sind völlig gaga. Oh, ich guck mal, was mein Kaffee macht. Sie der Boss? Ja, sowas Ähnliches. Lieutenant Colonel Decker und Kompanie melden sich zur Stelle. Ich bin Colonel Blair. Ah, der Katzenkiller. Wo waren Sie? Wir haben Sie schon vor Stunden erwartet. Uns kam im Linux-System was dazwischen. Ich hörte, Sie begleiten ein paar Katzen nach Hause. Ist das ein Problem für Sie? Sie sehen einen Repeater, Veteran, vor sich, der aus einem Gefangenenlager entkam. Die Kerasi hielten mich fest. Jahrelang. Aber dieser Krieg ist vorbei. Ja, jetzt steht uns ein neuer Krieg bevor. Ja, ich weiß. Es sind alles Experten, was den Nahkampf anbelangt. Der momentane Eindruck täuscht etwas. Hey, Freunde, aufgestanden! Na los, wird's bald! Wir sind einsatzbereit. Gut, Sie werden gebraucht. Also machen Sie sich fertig. Zu Befehl. Beeilt euch. Ich mag die Videosequenzen nicht wirklich klonen und nur auf dem Primären anzeigen lassen und deshalb kam das eben nicht in die Capture Card. Und ich kann jetzt die Videos auch nur in OBS Studio sehen, das ist interessant. Aber ja gut, kann ich mit leben. Ich meine, ja. Gibt Schlimmeres. Sich darauf verlassen. Okay. Wir werden bald Meleks Heimat erreichen, eine kiratische Basis. Wie ist Ihr Zustand? Ich habe vergeblich versucht, Kontakt mit dir aufzunehmen. Völlige Funkstille. Ich habe keinerlei Antwort erhalten, Sir. Mit anderen Worten, wer oder was da unten ist, wissen wir nicht. Da die Marines endlich eingetroffen sind, machen wir Folgendes. Ich nehme zwei Flügelmänner und säubere das Gebiet. Die Basis befindet sich am zweiten Navigationsbock. Sobald wir das Gebiet gesichert haben, senden wir Decker und seinen Männern ein Signal. Sie werden dann zur Basis fliegen. Wir geben ihnen Geleitschutz. Malak folgt dem eigenen Shuttle. Sobald er gelandet ist, eskortieren wir die Marines zur Intrepid zurück. Diese befindet sich dann nahe dem aus dem System führenden Jump Point. Und denkt immer daran, da draußen könnten weitere vom Feind geflogene Grenzweltenschiffe sein. Alles verstanden? Wegtreten!
jetzt müssen wir uns verabschieden, Malik. Mein Hai wird an dem neuen Bild, das ich vom Herz des Tigers gewonnen habe, sehr interessiert sein. Möge es immer so bleiben, mein neuer Freund. Ja. Wäre mal interessant, welche Updates das wieder vergeigt haben. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Ja, wir brauchen was mit Durchschlagskraft. Und Rockets. Geh die Post ab hier. Naja, wie das immer so ist mit den alten Spielen, ne? Irgendwas ist ja immer. So, das läuft aber jetzt hier wenigstens anständig. Gut. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Lösen und angreifen. Lassen Sie mich ran, Colonel. Für sowas sterbe ich. Sie werden wünschen, dass Sie nie geboren wurden. Wie ist denn jetzt eigentlich? Ja, ich wollte mich eigentlich auf Veteranen nochmal gucken, wenn ich da nicht mehr spiele. Oh, einfach sein soll es ja auch, ne? Feindziel zerstört! So. Das erste hätten wir. Hier scheint alles ruhig zu sein, Colonel. Sollen wir die Shuttles rufen? Ja, los doch, ihr Weg ist frei, Decker. Wir kommen mit der Lieferung, Boss. Die Katze ist wieder zu Hause, Boss. Ja, aber vorher gibt's ja noch mal Action. Wir haben Gesellschaft. Lösen und angreifen. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Rücke die Formation negativ ab. Rücke die Formation negativ ab. Na, wo taucht er wieder an? Oh shit. Einen abgekriegt, aber ich habe das wohl geschafft, ne? Was ist der Status? Leichte Schäden. Leichte Schäden. Ja, jetzt landen die ja auf der Station da und dann haben wir das, ne? Soweit ich weiß. Die Katze ist wieder zu Hause, Boss. Wir hauen ab. Seien Sie versichert, ich werde Ihnen mein Leben lang dankbar sein, Herz des Tigers. Mission abgeschlossen. Läuft. Ich bitte um Landeerlaubnis. Ah, gut gemacht, Colonel. Sie können landen. Ja, dann. Ja, ich werde mir den Patch aus dem Wing Center dann nochmal angucken wollen. Das kann ja alles irgendwie nicht sein. Ich dachte. Shit. Was zum Teufel? Mein Radar ist gerade ausgefallen. Genau wie bei mir. Schilde sind auch weg. Flügel 3, bitte melden. Mein Kontrollsystem ist abgestürzt. Wo kamen die denn her? Wie soll ich das wissen? Die hatten keine Radar. Ich häng an einem dran. Rakete los. Verdammt! Hacker, dreh nach links ab. Sie peilen dich an. Oh mein Gott. Die haben auch unsere Feuerleitsysteme ausgeschaltet. Ja.
Sir? Während Sie weg waren, kam eine wichtige Meldung des Admirals. Lassen Sie hören. Ja, sofort, Sir. Colonel, ich erhalte beunruhigende Nachrichten aus dem Pilos-System. Wir verlieren dort Schiffe, aber weit und breit sind keine Feinde zu orten. Ich möchte, dass sich Trappet dorthin fliegt. Pilos ist lebenswichtig für uns. Das System ist unsere größte Treibstoffquelle und unser wichtigster Schutzpunkt. Verlieren wir Pilos, können wir keinen Sieg davon tragen. Sie haben ihn ja gehört. Ja, Sir. Ich gebe bereits die neuen Koordinaten ein. Sind im Pelos-System, Captain. Das verstehe ich nicht. Was ist, Lieutenant? Schilde aus, Radare aus, Sensoren aus und Zielsystem aus. Notsystem einschalten. Jetzt sind wir wehrlos. Kursumkehr. Verstanden, Sir. Vielleicht können wir aus dem Störbereich fliegen. Na, großartig. Jetzt darf ich blind fliegen. Ich muss mich durchwühlen wie diese widerlichen Sandwürmer auf ISIS 7. Sie haben doch Augen, oder? Willkommen in Pelos. Kann ich noch von der Reise zurücktreten? So, geht die Post ab hier. Gucken, haben wir noch irgendwelche Videosequenzen vorher, aber ich glaube, das geht ziemlich in eins hier, gleich die nächste Mission. Aber wir können vorher auf jeden Fall speichern, ne? So, auf geht's. Wir konnten uns aus dem Bereich des Schwarzen Lochs zurückziehen, Sir, aber leider sind wir immer noch halbblind, so sieht es aus. Ich sehe keinen anderen Weg. Kampfpatrouille ist angesagt. Das ist reiner Selbstmord, nein! Eine ganze Flotte könnte da draußen auf uns warten. Ohne Radar, ohne Schilde? Und wenn wir kein Zielsuchsystem haben, dann können wir nur noch DART-Raketen einladen. Okay, irgendwie wurde dieses System abgeschottet. Wir müssen das wieder rückgängig machen. Na los! Ja, so, was hat er zu melden hier? Da die Schutzschilde nicht funktionieren, haben wir die Panzerung verstärkt. Am besten, Sie leiten die Schildenergie auf die Triebwerke um. Bei dem Extragewicht werden Sie sie brauchen. Ja, wenn ich wüsste bei dieser Power-Geschichte, was da die Schildenergie ist. Auf jeden Fall brauchen wir Primat zum Fliegen. So viel steht mal fest. Ich nehme trotzdem mal so normale Raketen mit. Weil mit den Ungelenken kann ich auch nicht umgehen. Bin ja nicht der Hyperpilot. Aber wir gucken mal. Wahrscheinlich das S-Schild-Energie, ne? Tja, und was auch immer Triebwerk ist, I don't know. Ich mach's einfach wie immer. Wahrscheinlich für ihn falsch. Okay, Colonel? Ich glaube, Sie haben die Störgrenze durchflogen und sind in der toten Zone. Wir empfangen Signale, dass feindliche Jäger in der Nähe sind, aber es kann sein, dass wir uns bald nicht... Wir haben Gesellschaft! Lösen und Feuer! Oh, und dann noch Excalibur. Jetzt geht der Spaß richtig los. Aber das funktioniert mit ihm hier ganz gut. Das Radar zeigt nichts an. Fliegen wir weiter. Diese Kerle tauchen aus dem Nichts auf, Colonel, und die Störsender scheinen ihnen nichts auszumachen. Lösen und Feuer! Wir haben Gesellschaft! Vielleicht sollte ich heute mit denen fahren. Mein Ziel
gehört! Schadensmeldung geben! Bisher keine Probleme, Sir. Tja, GOG, was habt ihr denn da gemacht? Was ist hier überhaupt los? Warum kann ich das nicht mehr klonen mit den Videosequenzen? Das ist alles irgendwie... Wir haben Gesellschaft. Lösung Feuer. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ah! Mein Ziel zerstört. Mein Ziel zerstört. Boom, Baby. Aus der toten Zone kommen feindliche Streitkräfte, Sir. Ich sende Ihnen die neuen Koordinaten. Ja, ist ja schön. Wir haben Gesellschaft. Ja, Lösen und Feuer. Ja. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Aber die Raketen funktionieren gerade. Das ist natürlich top. Halt raus damit. Boom. Boom. Okay, ein Schiff mit Traktorstrahl ist gleich unterwegs, um die Kapsel zu holen, Sir. Bewachen Sie sie, bis das Schiff dort ist. Machen wir mal. Schadensmeldung geben. Bisher keine Probleme, Sir. Erstmal eine Rocket raushauen. Naja, jetzt sieht er jetzt, deswegen habe ich vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt das andere Schiff hier ausgewählt, weil sonst hätte ich das nämlich machen müssen mit dem Traktorstrahl. Nicht so doll. Macht keinen Spaß. Vor allen Dingen nicht, wenn man mit dem Flieger da hier die ganzen Gegner am Hals hat. Ja, komm, dann scan ihn da mal rein da. Wir bewachen das Ganze. Mission abgeschlossen. Ja, dann ab dafür. Benötige Landeerlaubnis. Ich bin froh, dass es Sie nicht erwischt hat, Colonel. Wir sind sehr gespannt, was der gefangene Pilot zu sagen hat. Sie dürfen jetzt landen, Sir. Na denn, FFN, ne? Dieses Mal. Wer verursacht die Störung? Für wen arbeiten wir? Welche Art Störung ist es? Wie viele Raumschiffe sind dort? Raus mit der Sprache! Wie viele Raumschiffe sind dort stationiert? Ich werde Ihnen nichts verraten. Hören Sie auf, bei Händen zu spielen, sonst... Ich bitte, ich bitte Sie. Sie gehören jetzt zu denen? Sie haben mir schon mal geholfen. Ja? Diesmal sieht die Sache anders aus. Ich bin ihm was schuldig. Wie wär's, wenn Sie sich erstmal beruhigen? Es wird Ihnen keiner was tun. Hier. Hören Sie, ich bin nur geflogen, weil ich dafür bezahlt wurde. Es ist nicht mehr so wie früher. Da hatte man noch andere Gründe. Da draußen werden täglich eine Menge Menschen getötet, die unschuldig sind. Erzählen Sie uns, was Sie wissen. Kann ich dann gehen? Ich gebe Ihnen mein Wort darauf. Suchen Sie das Großkampfschiff. Es wurde umgebaut, Sie würden sich wundern, es ist nicht wiederzuerkennen. Alle 6 Stunden ändert es seine Position. Ich zeige es Ihnen auf der Navigationskarte. Wenn alle Triebwerke aktiviert werden, dann müssen Sie die Tarnung ausschalten.
Es steckt voller technischer Wunder. Ich weiß nicht, was Sie mit der alten Kiste zurzeit planen. Ich finde es widerlich, wie Sie damit alles vernichten. Richtig. Sie können bei uns mitmachen, wenn Sie wollen. Nein. Meine Zeit als Held ist vorbei. Das nächste Mal wäre es keine Rettungskapsel, sondern ein Sarg. Ich will endlich leben. Ich will dem Tod nicht mehr in die Augen sehen. Sie haben uns sehr geholfen. Wirklich. Wir lassen Sie jetzt frei. Danke. Kommen Sie. Die Entscheidung ganz zu Anfang, ne? Weiß ihn zurecht. Hilf. Tja. So ist das. Komm. Es ist nicht einfach. Sind alle da? Fangen Sie an. Das haben wir in der letzten Stunde empfangen. Colonel, ich rufe Sie empfangen dies. Ich musste leider alle Transporte durch das Pylos-System stoppen. Eine Katastrophe für die Grenzwelt. Sie sind unsere letzte Hoffnung, das System und seine Ressourcen zurückzuerobern. Wenn Sie es nicht schaffen, dann ist alles verloren. Viel Glück. Jetzt, da wir unser Ziel und seinen Kurs kennen, sind unsere Erfolgschancen ziemlich gut. Das Störsenderschiff muss vernichtet werden. Das geht nur auf einen Weg. Was? Nur mit Dart-Raketen? Da muss jeder Schuss sitzen. Manche von uns können zielen, Maniac. Wir verlassen uns nicht auf unser Glück. Also los, Leute. Jetzt geht's ab hier. Und trotzdem lieber mal Raketen. Gar nicht mehr Maniac, weil er sich eh schon in die Hosen macht, kann er sich das stecken. Außerdem fliegt der schlechter wie Private. Sie verlassen den Signalreihe. Viel Glück da draußen. Wir haben Gesellschaft. Löse und Feuer. Vielleicht sollten wir heute mit denen verhandeln. Habt ihr auch denselben angehört? Ihr seid nichts weiter als armselige Waschlappen, Grenzfeldler. Mein Ziel zerstört. Mein Ziel zerstört! Oh, denn? Oh, ich hab schon ordentlich was abgekriegt anscheinend. Wir haben Gesellschaft! Lösen und Feuer! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Oh, was? Ich hab doch angesehen, was? Ich wollte gerade sagen, fühle ich jetzt besser seit letztes Mal, aber anscheinend dann doch nicht. Ich bin viel gefreut. Mein Ziel zerstört! Boom! Da explodiert der Bildschirm, alles wird rot. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Lösen und feuern! Ja. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Mein Ziel angreifen. Ja, Sir. Mission abgeschlossen. Zwei unbekannte Flugobjekte in Sicht. Da verzieht sich jemand aber verdammt schnell. Wäre gut zu wissen, wer deine Fliege macht. Die Langstreckenkommunikation ist noch nicht voll da, Sir. Aber wenn Sie kurz warten,
Ich habe den Colonel gleich erreicht. Ich bekomme doch mein Geld nicht fürs Wasser. Der Colonel hat den Weg freigeräumt, jetzt muss ihn jemand benutzen. Ja. Ehrenmann. So ist das richtig. Attacke. Ja, sehr schön. Super Schutz. Alter. Hey, es kann nicht sein. Ich muss gleich Rocket raus, wenn er kann. So. Oh. Schadensmeldung geben. Ich habe ein paar Schrammen. Kein Problem. Hm. Na ja. Benötige Landeerlaubnis. Sie dürfen landen, Sir. Es funktioniert jetzt wieder alles, Colonel. Ja, dann. Haben wir es ja geschafft. Erstmal abspeichern. Ups. Da wollte ich hin. Was ist los? Ist Ihnen ein Geist begegnet? Nicht zu fassen, den Decker hergebracht hat. Decker? Wovon reden Sie, Mann? Unglaublich. Sehen Sie im Zwischendeck nach, im Lagerraum. Da hat ihn Decker untergebracht. Ich kann niemandem sagen, wie verzweifelt ich war und verletzt, als ich von ihrem Überlaufen hörte. Wir befinden uns noch nicht im Krieg, Admiral. Ich sehe das eher als eine neue Arbeitsstelle. Wir führten auch nicht immer einen Krieg gegen die Kilrathi. Und trotzdem gab es immer zwei Seiten. Überlaufen war die einzige Möglichkeit, die Seiten zu wechseln. Sie waren ein Symbol für alle Werte, die der Konföderation wichtig waren. Sie können doch sicher verstehen, wieso mich Ihre Verhaltensweise zutiefst erschüttert hat. Wir haben die Verantwortung für dieses riesige Weltall. Ist deshalb kein Platz mehr für Loyalität? Ich sehe das anders. Es sind die Konföderierten, die nicht mehr loyal sind, Sir. Sie verursachen doch diese Schwierigkeiten. Irgendjemand will unbedingt einen Krieg vom Zaun brechen. Ja. Ich glaube, Sie haben völlig recht. Ich glaube, dass Ihre Ansichten über diese Sache größtenteils der Wahrheit entsprechen. Und genau aus diesem Grund bin ich auch hier. Es sind Putschisten, mit denen wir zu tun haben. Abtrünnige, die innerhalb der Konföderation Unruhe stiften wollen. Ja, einer von ihnen ist ein erstklassiger Pilot. Sein Codename lautet Caesar. Es überrascht mich nicht, dass Sie auf ihn gestoßen sind. Die Tatsache, dass ich selbst hier bin, dürfte Ihnen zeigen, wie schwierig die Verhandlungen geworden sind. Jemanden zu finden, dem ich vertrauen kann, ist nicht einfach. Während des Krieges gab es viele geheime Projekte. Zum Beispiel die Versuche, die Kilrathi zu eliminieren. Viele der Projekte waren so geheim, dass selbst ich erst jetzt Einblick erhalte. Wie das GO-Programm? Das genetische Optimierungsprogramm, ja. Ein paar Idioten glaubten wirklich, man könne den perfekten Krieger züchten. Ist Caesar ein Produkt dieses Programms? Ich weiß es nicht. Es wurde abgeschlossen, lange bevor ich davon Wind bekam.
Auf jeden Fall dachte ich, dass ich den Mann hier erwischen könnte. Wir bekamen die gleichen Berichte über die Störsender. Ich versichere Ihnen, das war nicht vom konföderierten Hauptquartier autorisiert. Diese Geheimbasis war zu dem Zeitpunkt, als ich eintraf, schon leer. Sie wissen nicht zufällig, wo sich dieser Siedler zurzeit aufhält. Nein. Aha. Das ist schade. Uns wird die Zeit knapp, Colonel. Uns? Uns beiden, ja. Wir beide wollen doch den Kriegsausbruch verhindern. In der Konföderation gibt es immer noch einen Platz für Sie. Wir sind auf der gleichen Seite, Colonel. Das war schon immer so. Da bin ich mir nicht so sicher, Admiral. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wofür die Konföderation steht. Aber die Menschen, hier auf diesem Schiff, die kenne ich. Denen vertraue ich. Falls der Krieg ausbricht, werde ich auf dieser Seite sein. Bedeutet das, dass ich Ihr Kriegsgefangener bin? Ich schulde ihm was. Ich schulde ihm nichts. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, der Krieg ist bereits ausgebrochen. Mir bleibt deshalb leider keine Wahl. Ich lasse sie nicht frei. Hey. Admiral Tolvan ist entkommen. Was? Wie? Weil ich den Mann freiließ. Sie haben was? Er ist der Admiral und ich habe lang unter ihm gedient. Ist Ihnen klar, wie die uns einheizen würden, wenn die erstmal rausgefunden hätten, dass wir den Admiral gefangen hatten? Er ist Ihr Freund. Er kennt jetzt unsere Position und was wir vorhaben. In Ordnung, dann hab ich Scheiße gebaut. Er kann nicht weit sein, fliegen wir ihm nach. Und was dann? Ihn abschießen? Das würde den Krieg bedeuten. Wir müssen wohl mit dem, was sie uns eingebrockt haben, leben. Dafür werden wir noch büßen müssen. Ja, ja, so ist das. Sir, das kam gerade rein. Colonel, wir werden in zwei verschiedenen Systemen Aktionen durchführen müssen. In Circe müssen wir der Grenzweltenregierung in einem erbitterten Bürgerkrieg helfen. Er wurde von irgendwelchen Unruhestifter angezettelt. Söldner, die wahrscheinlich von Leuten aus der Konföderation unterstützt werden. Tausende unschuldiger Zivilisten mussten sterben. Die andere Operation wird im Smeragd-Sektor stattfinden, der ebenfalls zu den Grenzwelten gehört. Eine konföderierte Raumschiffwerft läuft dort wegen dem möglichen Kriegsausbruch auf Hochtouren. Die Sicherheitsmaßnahmen sind nicht groß und Sie wissen ja, wie dringend wir Schiffe brauchen. Ich wünschte, Sie könnten meine Operation übernehmen. Da das nicht möglich ist, überlassen Sie es natürlich Ihnen, die Wahl zu treffen. Sie haben gehört, was er sagte. Unschuldige Zivilisten werden in Circe getötet. Die Wahl ist klar. So klar ist das auch wieder nicht, Colonel. Wir können ohne Waffen nicht gewinnen. Ein Kampf wäre nutzlos. Ich bin der Meinung, die Werft wäre genau das Richtige für uns. Oh. Hawk hat recht. Niemand von uns will ein Himmelfahrtskommando fliegen. Ich kann doch nicht meine Leute in die Schlacht schicken, wenn sie dabei keinerlei Überlebenschancen haben. Wir fliegen nach Sperradon. Kurs ändern. Aye, aye, Sir.
Gefällt ja nicht, auch wenn sie irgendwo auch recht hat. Ja. Bin ein bisschen unpraktisch, weil meine Filterei natürlich dafür ausgelegt ist, Sprache zuzulassen und das kommt natürlich durch und dann rückt sich das selber weg. Hey, gute Neuigkeiten, Junge. Sehr schön, die kann ich brauchen. Ihre Kilrathi-Freunde halfen mir bei der Tarnvorrichtung. Funktioniert sie? Ja, sie haben mir gezeigt, wie man mehr Saft aus dem Kristall rausholt. Das Problem ist, dass ich nur noch einen Kristall habe. Mit einem Flügelmann wird's also nichts. Neben jemandem zu fliegen, der nicht getarnt ist, ist wohl ziemlich sinnlos. Der Kristall wird früher oder später verbraucht sein. Hoffentlich später. Wir sollten uns die Minen unter den Nagel reißen, aus denen das Zeug kommt. Dummerweise liegen sie im konföderierten Gebiet. Eine Frage. Wollen Sie damit fliegen? Ich bevorzuge einen Flügelmann. Nein, es tut mir leid. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass es genügend lange hält und auch noch ohne Begleitung eines Flügelmanns, ist es zu riskant. Ist das der Dank für meine harte Arbeit? Ja, da kommt später zum Einsatz. Bleib mal ruhig, alter Mann. Immer schön ruhig bleiben, Bruder. Es wird lustig. Ich kenne keinen Piloten, der einen 60-Kilo-Turnister bei doppelter Schwerkraft über 30 Kilometer schleppen könnte. Wenn es drauf ankommt, seid ihr Schwächlinge. Wir sind Schwächlinge. Jetzt erzähle ich dir mal ein Beispiel. Ich habe mal einen von den Marines mitgenommen. Ich packte den Knüppel, zog den Fliegerstein nach oben und schaltete das Triebwerk aus. Während des Sturzes schaltete ich es wieder ein, machte ein paar Fassrollen und ein paar Flugrollen, nur um mich aufzuwärmen. Der Kerl hinter mir war ohnmächtig geworden und hatte sich von oben bis unten vollgekotzt. Nur weil ich auf 5G ging. Wer bei der Raumfahrtakademie durchfällt, kommt zu den Marines. So ein Quatsch. Ihr sitzt im Cockpit, weil ihr keinen Nahkampf durchhalten würdet. Da habe ich aber was völlig anderes gehört. Euch Marines fehlt an Durchhaltevermögen. Ach was, wir Marines halten ganze Nächte durch. Im Nahkampf aber nicht, Junge. Soll ich dir vielleicht das Gegenteil beweisen? Worauf wartest du? Komm schon, komm schon. Maniac kriegt eins auf die Schnauze. Das muss ich sehen. Ist ja gut. Danke für Ihre Hilfe, Colonel. Wer sich sowas einbrockt, muss es auch auslassen. Ich hab gedacht, wir Piloten halten zusammen. Ich verteidige nämlich unsere Uniform. So, Sie bringen Schande über Sie, würde ich eher sagen. Sie werden ja sehen, wie viel Hilfe Sie bekommen, wenn wir das nächste Mal fliegen. Ich fliege ja eh nicht mit ihm, insofern auch egal. Kommt rein. Lieutenant? Colonel? Sind alle hier? Fangen wir an. Ja, jedenfalls möglichst nicht. Colonel? Ich bin in Sperradon, um die Aktion zu leiten. Sie sollen eine Raumschiffwerft überfallen. Aber es gibt wichtigere Ziele, um die wir uns zuerst kümmern sollten. Gut, ganz wie Sie wünschen, Admiral. Erstens, dies ist eine Teststation im Asteroidengürtel. Wir testen die Konföderierten ihre neuen Jäger. Wir hätten sehr gerne ein paar davon. Zweitens. Der Ringplanet in diesem System wird von einer Waffenfabrik umkreist. Ein weiteres lohnendes Ziel. Und drittens, wir haben einen Träger entdeckt, der unbewacht in der Nähe des äußersten Planeten repariert wird. Sie bekommen von mir Informationen und aufgezeichnete Einsatzbesprechungen für jede Mission. Tja, ich überlasse es Ihnen, das Beste für uns auszuwählen, Colonel. Sie müssen entscheiden, was Sie tun werden. Viel Glück. Ja, dann. Jäger stehlen, Fabrik angreifen, Träger angreifen. Ich würde sagen, wir machen erstmal das mit den Jäger stehlen. Dieser Asteroidengürtel verbirgt eine Teststation für die neuesten Jäger der Konföderierten. Dummerweise ist jetzt ein elektronischer Sperrgürtel um diese Station. Außerdem gibt es dort eine hochmoderne Radaranlage, die sie zuerst eliminieren sollten.
um ungesehen zu bleiben. Sobald sie die Jäger einkassiert haben, schicken wir ein Großkampfschiff, um die Dinger wegzubringen. Wenn wir auf ihrem Radar erscheinen, na dann gute Nacht. Schießen uns in Stücke. Ich wünschte, wir wären unsichtbar. Verlassen wir uns auf unsere Leech-Geschütze. An die Arbeit, Leute. Ja, das kann jetzt interessant werden. Oh, Contender und ich peak mit Private. So, das macht schon mal Sinn. So, haben wir es dann jetzt. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Zweiter Flügel fliegt jetzt Ziel an. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! Radarboje, ne? Hier spricht Flügel 2. Wir greifen den Feind jetzt an, Sir. Ihr Grenzwäldler, wollt eine Kostprobe von mir haben? Hellcats. Ja, locker. Ja, da brennt er! Super Schuster! Oh ja, yeah, und da hat mich eine Rakete erwischt. Das ist jetzt nicht so einfach. Heute starb das Herz des Tigers. Er galt einst wegen seiner Leistungen im Kilrathi-Krieg als Held, hatte aber vor kurzem die Konföderation... Naja, ja. Also noch einmal. Kickert hier wieder dieser Text durch. Das konnte man früher, wenn man Enter gedrückt hat, einfach mal wegdrücken. Aber jetzt geht das nicht mehr. Keine Ahnung, was man da... zerpatcht hat bei GOG. Das ist ein bisschen blöd. Naja. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Zweiter Flügel fliegt jetzt Ziel an. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Hier spricht Flügel 2. Wir greifen den Feind jetzt an, Sir. Super Schuster! Mein Ziel angreifen! Ja, Sir! Der Grenzwäldler wollte eine Kostprobe von dir haben? Verdammt, das sieht nicht gut aus! Ich steige aus! Oh, shit! Ah! Oh, sieht ja soweit erstmal ganz gut aus. Dann verdrücke ich mich hier. Jetzt bin ich mal auf mich allein gestellt, ohne Raketen. Das ist natürlich Mist, ne? Weil die Dinger ja lahmlegen eigentlich, ne? Kann ich jetzt nicht lernen. Ist oder so auf mich allein gestellt hier, oder? Hätte ich mich auch mit ja, unsichtbar machen ja. lassen können, da. Ich steh. No.
Weitere Nachrichten. Ist gut. Leiten Sie den Angriff und so weiter und so bla. Soll welche ausschalten, wie möglich. Also noch einmal. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Zweiter Flügel fliegt jetzt Ziel an. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Da erstmal Raketen drauf, so fix das geht. Hier spricht Flügel 2. Wir greifen den Feind jetzt an, Sir. Hey, ich bin nicht als erstes fertig. Jetzt habe ich Probleme. Der hat doch auch beim Fett, oder? Mein Ziel zerstört! So, jetzt ist er hier noch. So, ich kann mal abbauen, jetzt sind wir zu zweit. Ne? Ja, dann weg hier. Da ist ein bisschen Taktik nötig. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Knapp, aber mach. Weiter Flügel hier. Wir sind auch bei ein paar Schwierigkeiten verstoßen. Ja, und dann machen wir es auch schon bald richtig. Das reicht zu gefallen. Und hör die Liedgeschichte. Gib endlich auf und stirb! Oh, ich hab jetzt gegen geflogen. Ziemlich zerstört, indem ich voll gegen geflogen bin. Dagegen geflogen. Weiter. Weil ich jetzt die Spiele laden, ja, das wäre vielleicht, dann kann ich nämlich auch ein bisschen. Wer braucht. Ich bevorzuge. Nein, nein. Flügelmann möchte ich schon haben. Das muss ich. Machen wir das alles noch einmal. Auf Turbo hier. Jägerstiel. So. Ich war die ganze Nacht auf Achse. Ich war die ganze Nacht auf Achse, nur damit diese verdammten Dinger heute starten können. Also macht euch da draußen nützlich. Und sagt, mein Jäger soll gefälligst aufhören, den großen Angeber zu spielen. Er setzt die Flexdüsen zu großer Hitzebelastung aus. Wahrscheinlich mit diesem verfluchten Marsch auf Windblödsinn. Verrückter, egoistischer, konföderierter Idiot. Weiß nämlich gar nicht mit wie vielen, aber zumindest mit vier soll ich, also drei gingen auf jeden Fall, die Radarboje zu zerstören. Und ein paar Leech-Raketen dabei haben, wäre das vielleicht gar nicht so unpraktisch. Eieiei, come on. Gar nicht, ob ich mich nicht vielleicht sogar bei den anderen mit dazu hätte packen können, na? Das andere Team. Genügend Feinde, um Zielschießen zu üben. Zweiter Flügel fliegt jetzt Ziel an. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Versuch's mal mit zwei Raketen. Hier spricht Flügel 2. Wir greifen den Feind jetzt an, Sir. Gleich bist du tot. Feindziel zerstört. Natürlich, wieso machst du mit Hellcat Ace erstmal kaputt?
Ja, sehr schön. Und weg hier. Come on. Autopilot. Und tschüss. Eieieiei. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Das vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Zweiter Flügel hier. Wir sind auf ein paar Schwierigkeiten gestoßen. So, dann hast du mal einen Lärm gelegt. Der Flügel ist auf schweren Widerstand gestoßen. Das ist nicht gut. Steig auf! Komm schon. Mission abgeschlossen. Gut gemacht, Karne. Hier ist die BDS Tango und wir holen jetzt die Vögel ab. Auf den Ball lassen wir. Achso, der Ball hat ja noch. Ja, Sir. Feindziel zerstört. Worauf auch immer der jetzt geballert hat. Oh, was macht denn die in Travel hier? Können wir schon landen? Ne, ist die BWS Tango. Meldung geben. Keine Schäden, Sir. Alles klar. Haben wir es geschafft, dann. Der nötige Landeerlaubnis. Sie können landen. Sah ja genauso aus wie die Infanterie. Ich habe gehört, dass Flyers auf dem Flugdeck Tänze aufführt. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie landen. Ja, dann. Gucken, ob wir diese Bearcat vielleicht auch mal fliegen können. Das wäre ja mal interessant. Oder mal die Excalibur wieder an Bord hier. Wie im vorigen Teil. Ihr Freund geht mir auf die Nerven. Ich kann mir vorstellen, wer es ist. Maniac. Genau. Diesem Mann eilt kein Ruf voraus wie ihn. Jedenfalls, was mich betrifft, muss er sich erst noch beweisen. Er sollte etwas bescheidener auftreten, daran denken, dass er Flügelmann ist und keine eigenen Ziele verfolgen. So ein Nörgler. Zeit, ein Captain zu sein. Tja, soll ich ihn mir vorknöpfen? Ja, das wäre das Beste. Ich würde ihm nämlich sonst den Hals umdrehen. Leider brauchen wir den Kerl noch. Mal sehen, was ich tun kann. So, Fabrik angreifen, Träger angreifen. Ich bin für die Fabrik. Die Waffenfabrik, die diesen Ringplaneten umkreist, hat ein nettes Schutzsystem. Die werden Sie bestimmt auf Ihrem Radar entdecken. Aber wenn Sie den Weg freiräumen, können die Marines eingeflogen werden und die Fabrik übernehmen. Dann hätten wir endlich die so dringend benötigte Ausrüstung. In Ordnung. An die Arbeit. Wollen die den übernehmen anscheinend, ja? Alle feindlichen Jäger an der Waffenstation verteidigen den Shuttle der Marines. Ja, dann gehen wir hier mal auf Attacke. Es schalten eine konföderierte Aufklärungseinheit aus. Also geht's hier nur auf Attacke. Na komm, ich tu mir diesen Maniac mal. Hier schicke ich. Ball mit los.
Panda. Ja, so tun wir das mal. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Oh, wir können tatsächlich die Beer Cat fliegen. Cool. Ja, dann zeig mal her den Apparat. Das muss ich mal ausprobieren. Das hatte ich, glaube ich, im letzten Let's Play auch nicht. Ich hab nur Traktionkran, oder? Okay. Ja, so ein bisschen Excalibur-mäßig, ne? Ja, ein cooler Flieger. Jede Menge Feinde. Tja, Lösen und Feuer. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Dann kannst du mal zeigen, was du kannst. Flügel 2 greift den Feind an, Sir. Maniac schlägt wieder zu. Gleich bist du tot. Feindziel zerstört. Ah! Maniac schlägt wieder zu. Okay, Decker und seine Männer sind unterwegs. Sofort Formation, Baby. Er läuft nicht, Colonel. Das ist so ein Sack. Der gibt mir auf den Keks, ne? Flügel 2 sind auf Schwierigkeiten gestoßen. Schadensmeldung geben. Sind Sie vielleicht meine Mutter? 1-0 für die Guten. Ja, eigentlich sollten wir ja nur Piloten fertig machen, ne? Und die Marines docken jetzt hier an, offenbar, ne? Kommen doch bestimmt bei uns raus. Das gibt doch mit Sicherheit noch Stress. Schadensmeldung geben. Sind Sie vielleicht meine Mutter? Mhm. Wir sind drin, Boss. Zweiter Flügel ist in Schwierigkeiten. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniacs Zaubershow. Feindziel zerstört. Feindziel zerstört. Flügel 2, vorgehen wie geplant. Schadensmeldung geben. Sind Sie vielleicht meine Mutter? Hm, ein paar Theorien hier noch wegbolzen. Das dauert ja aber. Mann, oh Mann, oh Mann. Kommen wir bestimmt noch mal welche, die Stress machen. Ich habe keine Raketen mehr. Schadensmeldung geben. Sind Sie vielleicht meine Mutter? Na, du bist so ein Idiot. Hab eine große Kiste erwischt, Colonel. Zweiter Flügel meldet. Mission erfolgreich, Colonel. Ja, ist doch schon mal schön. Was geht hier? Flügel 2 kehrt zur Basis zurück. Wunderbar. Hier dauert das alles ein bisschen länger, ja. Alle Geschütze und Raketen tragen jetzt den Stempel Eigentum der Grenzwelten, Boss. Die Flotte schickt ein Schiff, das alles abholen wird. Mission abgeschlossen. Ja, dann.
Ist ja alles cool hier, oder? So liegt das, glaube ich, auch noch nicht. Sie können landen, Sir. Ach ja, ich habe gehört, dass Pliers auf dem Flugdeck Tänze aufführt. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie landen. Ist ja auch gut. Ja, speichern wir das dann mal direkt. So, was kann man mit dem quatschen hier? Eine unserer BEKs. BEKs? Bemannte Einschleusungskapsel. Ein kleines Spielzeug, das ich vor einem Jahr aus einem konföderierten Testlabor entwendet habe. Nie davon gehört? Natürlich nicht. Es dauert ewig, bis die Kerle eine neue Technologie freigeben. Das liegt an deren Sicherheitsvorschriften. Das ist aber nichts für klaustrophobische Typen. Ja, sie ist ziemlich eng. Die Kapsel muss klein sein. Nur so kann man die Leute an Orte bringen, für die ein Shuttle zu groß oder zu auffällig wäre. Sehen Sie das? Darauf landet man am Ziel. Dann schneidet man mit einem Laser ein Loch rein und krabbelt raus. Wie wird sie abgeschossen? Wie eine Bilderkennungsrakete. Der drinnen ist, muss aber erst die Sicherung lösen. Dann ist er mit minimaler Steuerung auf sich selbst gestellt. Minimal? Genug, um ans Ziel zu kommen und so weit zurückzufliegen, dass man die Kapsel einholen kann. Das Ding wird an einer Aufhängung zurückgezogen. Dann kann man sie wieder abfeuern. Erstaunlich. Ja, ein Loch reingeschnitten und wie macht man es wieder zu, bevor man rausfliegt zum wieder reinholen? Ist mir sonst bisher auch nicht aufgefallen, aber heute dann mal. Dann habe ich ein paar von meinen Raketen über ihre Köpfe gefeuert. Sie sollten denken, ich kann nicht zielen, aber dann die letzte Rakete. Boom! Sie waren überrascht, dachten, es wäre ein Zufall. Ja, wahrscheinlich war es auch nur ein Zufall. Entschuldigen Sie, der Junge, der da sitzt, will ein Held werden. Große Taten vollbringen. Er kann Ihnen zuhören und lernen, wie man wie eine Großmutter fliegt, oder? Er hört mir zu und lernt, wie man das Letzte rausholt. Das Letzte, was man bei Ihnen rausgeholt hat, Maniac, ist Ihr Verstand. Aber er hat eine lange Abschlussliste, Sir. Maniac ist ein verdammter Glückspilz. So eine gibt's auf jedem Schiff, aber immer nur einen. Wer sich nur auf sein Glück verlässt, der wird nicht alt, das versichere ich Ihnen. Sie können wählen. Entweder Sie fliegen übervorsichtig, werden so alt wie jemand, den wir kennen, und bekommen eine schöne goldene Uhr. Oder Sie fliegen mit etwas Mut und etwas Stil und machen sich einen Namen. Das ist die Frage. Die Frage ist folgende, Cat Scratch. Wollen Sie Ihren Namen auf einer goldenen Uhr oder auf einem Sarg lesen? Essen Sie das noch? Nein. Wirklich nicht? Was soll denn das sein? Keine Ahnung. So, denn. Wir versuchen schon lange, eine Nachschubroute aufzuspüren, die am Rande dieses Systems entlangführt. Es sieht so aus, als wären wir jetzt am Ziel. Ein riesiger Konvoi kommt gerade durch. Ich ziehe Sie von den früher besprochenen Missionen ab und setze Sie beim Angriff auf diesen Konvoi als Vorhut ein. Wir wollen, dass Sie einige Marines an Bord des größten Großkampfschiffes einschleusen. Sie sollen dann das Schiff übernehmen. Für sowas sollten wir eine Gefahrenzulage kriegen. Sie arbeiten für die Falschen, wenn Sie mehr Geld wollen. Sie und Ihre Männer benutzen Einschleusungskapseln. Sie werden denken, es sind Raketen. Vergessen Sie nicht, uns wieder abzuholen. Schiffe aus unserer Flotte werden Verstärkung einfliegen, sodass wir den Angriff erfolgreich beenden werden. Sie allein sind die Sturmtruppe. Nur Sie entscheiden, ob der Einsatz durchgeführt wird. Verstanden? Ja, Sir. Noch etwas. Wir empfangen mehrere seltsame Rotverschiebungssignale von einem Satelliten, der den vierten Planeten umkreist. Es wäre schön, wenn Sie den Satelliten einsammeln könnten. Wir wollen ihn uns mal ansehen. Viel Glück. Okay. Wer will diesen Satelliten holen? Ich melde mich freiwillig, Sir. Sonst noch irgendjemand?
In Ordnung, Cat Scratch. Übernehmen Sie die Mission. Los an die Arbeit. Tja. Ich kann gar nicht abwarten, bis einige dieser Prototypwaffen getestet werden. Eine davon heißt Starburst. Scheint eine Art Hochbrisanz-Ionenbombe zu sein, mit Motor dran. Nachdem sie abgefeuert ist, halt den Abzug gedrückt, bis sie losgehen soll. Du kannst nur hoffen, dass die Sicherung verhindert, dass sie direkt unter dir losgeht. Das kann was geben, ja. Liegt man lieber mit Primal. Nachdem sie das Schiff mit Hilfe von Leech-Waffen außer Gefecht gesetzt haben. Pass auf, dass nichts schief geht. Diese Mission sollte kinderleicht sein. Kann ich mit den Raketen Kippe-Kippe machen? Und das wird jetzt richtig interessant hier. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen hier. Sir? Sir, Cat Scratch hat eine Menge Probleme. Er hat den Satelliten, aber der Feind hat ihn mit Leech-Raketen lahmgelegt. Er ist völlig wehrlos, Sir. Was sollen wir jetzt machen, Boss? Hier wird es immer heißer und ungemütlicher. Sollen wir die Mission abbrechen, Colonel? Ja, das ist mega. Ich kann den Jungen nicht sterben lassen. Wir holen ihn. Okay. Sie bekommen eine neue Navigationskarte. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste nur nicht, wann es kommt. Und jetzt wird es richtig interessant. Wieso sei es recht richtig interessant? Ach, Körner, wenn er aussteigt, können wir sein Schiff zerstören. Ja. Der Feind wird dann den Satelliten nie zurückkriegen. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Packe mal. Bisher keine Probleme, Sir. Oh shit. Geht er ihn rein oder was? Come on. Oh, jetzt hat es mich auch noch zerstört. Komplette Spielladen. Also muss ich andere Raketen mitnehmen, so viel steht mal fest. Das wird doch sonst hier so nichts. Ich kann's gar nicht abwarten, bis einige dieser Prototypwaffen getestet werden. Eine davon heißt Starburst. Beziehungsweise normale Raketen. Pass auf, dass nicht. Auf geht's. Ups. Jetzt habe ich eine Rakete verschwendet, weil ich mich vertippt habe. Ist auch gut. Ja, schon früh, ne? Sir, Cat Scratch hat eine Menge Probleme. Er hat den Satelliten, aber der Feind hat ihn mit Leech-Raketen lahmgelegt. Er ist völlig wehrlos, Sir. Was sollen wir jetzt machen, Boss? Hier wird es immer heißer und ungemütlicher. Sollen wir die Mission abbrechen, Colonel? Ich kann den Jungen nicht sterben lassen. Wir holen ihn. Okay. Sie bekommen eine neue Navigationskarte. Colonel, wenn er aussteigt, können wir sein Schiff zerstören. Der Feind wird dann den Satelliten nie zurückkriegen. Mein Ziel angreifen! Ja, Sir. Gleich bist du tot. Das wusste ich ja, das Ding ist so
besonders gut manövrierbar. Da kriegst du Plackchen. Was ist los, Boss? Habe ich in der Einsatzbesprechung wie ein Lebensmüder gewirkt? Was ist los, Boss? Habe ich in der Einsatzbesprechung wie ein Lebensmüder gewirkt?